Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück hin zum Autobahn-Polizeisimulator 3. Im letzten Part haben wir mit der neuen oder der nächsten Main Mission gestartet, und zwar Rutschparty. Und hier ist gerade eben noch so ein LKW mit Prickle Cola in diesen eh schon sehr großen Unfall hineingeballert. Und wir analysieren jetzt erstmal die Straße, ob wir hier in irgendeiner Form Verunreinigungen finden. Unsere Mutmaßung ist, dass hier oben bei der Autobahnauffahrt irgendwo Öl oder sowas rumliegt, wo die Leute ausrutschen. Und das gehen wir jetzt erstmal checken. Hier wird 100 pro irgendwo was sein. Und das sieht mir nämlich hier schon so nach einer Ölspur aus. Guckt euch das mal an hier. Wenn das mal kein Öl ist, weiß ich ja auch nicht. Guck mal da. Eindeutig. Eben kurz mal. Ich habe mich mal auf den Beschleunigungsstreifen umgesehen. Und? Hast du was gefunden, das diese Unfälle erklärt? Ja, es ist ziemlich offensichtlich, wenn man genauer hinsieht. Auf der Straße ist ein großer Ölfleck. Damit sollte das Rätsel der glatten Straße gelüftet sein. Exakt. Das Öl muss beseitigt werden, bevor es noch einen dritten Unfall gibt. Ich kümmere mich drum und gebe der Feuerwehr Bescheid. Mach das mal bitte. Kann ich das auch machen? Ich kann den ja auch eben sagen hier. Leute, ich habe Öl gefunden, bitte mal wegmachen. Hallo. Hören Sie, ich habe da Öl. Mission. Wir haben da doch noch was für euch. Ein Unfallbeteiligter sprach davon, dass die Straße plötzlich glatt war. Der Grund dafür ist ein großer Ölfleck auf dem Beschleunigungsstreifen. Der muss dringend beseitigt werden. Kein Problem. Wir kümmern uns. Das ist nett von euch. So, jetzt müssen wir ein paar Unfallfotos machen, und zwar nicht zu knapp. Fangen wir mal an. Oh, jedes kleine... Das muss ich auch fotografieren, so ein Verbandskasten. Oh, ist ja wichtig, ne? So, hier, dann haben wir noch einen Auspuff. Mal wieder. Oh, das können wir nehmen. Da war doch gerade ein anderes Symbol am Start. Ist auch egal. Ich will es gar nicht wissen. Ich hinterfrag das einfach nicht. Einfach machen. Einfach machen, weißt du, und dann passt die Sache. So. Rauszoomen. Reinzoomen. Oh. Scheiß wohl, das ist verdeckt oder so soll das wohl bedeuten. Ich habe keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Sagen Sie mal Cheese! Cheese! Er sieht irgendwie nicht so glücklich aus, verstehe ich überhaupt nicht. Ranzoomen, 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 ranzoomen. Ah, da war's. Jo, guck mal. 100%ig. So, weiter geht's. Wie viel fehlen noch? Ein paar Fotos sind das noch. So, gehen wir mal hier mitten rein in den Clusterfuck und dann schauen wir mal. Rauszoomen, rauszoomen, rauszoomen. Geht nicht. Hier geht's vielleicht aber. Nee, ist verdeckt. Wie ist hier? Ist auch verdeckt. Wir müssen von der anderen Seite angreifen, Leute. Wir müssen von der anderen Seite angreifen. Es nützt nichts. Fangen wir mal hier an. So, guck mal. Ein schönes Bild, muss man sagen. Ein sehr schönes Bild. Wieder was für die Sammlung im Kuriositäten-Horror-Kabinett, ne? So, den eben nochmal fotografieren. Oh, das war ja schon direkt ein Money-Shot. Zack. Ist da vorne eine Pfote drauf? Ist das ein Pfotenauto? Was ist ein Pfotenauto? Ich möchte auch ein Pfotenauto haben. Ja, da, hier, guck mal. Zack. Dann. Irgendwas fehlt noch. Was fehlt denn noch? Ist hier noch irgendwo Müll rum oder was? Habe ich irgendwas Mülliges vergessen? Hier die Glassplitter vielleicht? Zählen die auch? Nö. Was fehlt denn noch? Das ist eine gute Frage, ne? Hier, da. Das Auspuffding noch da. 100 pro, guck mal. Da. Tag, Freddy. Und jetzt soll ich da eine Unfallskizze draus machen? Na, das wird ja lecker. Da freue ich mich ja. Ja, ich habe ja gar keine... Ach, Gottes Willen. Also, das ist die Auffahrt. Da ist der LKW. Was ist das jetzt? Keine Ahnung, muss ich mal gucken. Das ist jetzt der Schwarze. Aber welcher Schwarze? Ist das der, der da so seitlich zwischen dem LKW und dem Weißen da steht?
Oder ist das der, der ganz hinten steht? Wenn das der, der jetzt ganz hinten steht, dann muss er ja irgendwo hier sein. Oh, Alter. Kann ich das wieder ablegen irgendwie? Da. Das ist der, der an dem Weißen dran ist. Die Frage ist, ist das der Weiße? Das ist der Weiße, okay. Wir müssen das mal angucken. Beim Weißen vorne an der Schnauze ist der Schwarze. Das ist dann hier so. Genau. Und wieder macht er dauerhaft das Drehgeräusch. Ist das nicht schön? So, dann kommt der, der crasht an den Weißen hinten ran. Hier so. Und wieder dauerhaft das Drehgeräusch. Sehr schön. Und dann kommt er hier noch. Sehr schön. Ich habe das im Griff. Verlorene Gegenstände, einmal eine Kiste, da, genau, das läuft, Leute, ich habe das im Griff. Dann haben wir hier ganz hinten noch, genau, den Verbandskasten und ein paar Splitter haben wir auch noch, beziehungsweise den Auspuff. Der ist hier so in der Mitte da, so, hier, genau. Fertig ist die Laube. So. Fertig? Ne, da ist nochmal Splitter. Ach, der Auspuff, der ist bei der Kiste, genau. Zack, jetzt aber. So. Wir sind fertig, Hans. Dieter, dann sind wir hier wohl fertig, oder? Sieht so aus. War letzten Endes doch mehr Arbeit und ein weit größerer Unfall als anfangs gedacht. Niemand hat behauptet, dass es eine kleinere Aufgabe wäre. Das hast du nur so interpretiert. Streu nur Salz in die Wunde. Ich werde ganz bestimmt nicht zugeben, dass ich einen Fehler gemacht habe. Also, indirekt hast du das gerade schon getan. Klugscheißer. Mit dir rede ich nicht mehr. Bring uns lieber von hier weg. Ei, ei. Ganz wie du willst. Leiten wir die Verlassung ein, wa? So, verlasse das Einsatzgebiet. Machen wir. Wo ist der Wagen? Da ist der Wagen. Rein damit und abhauen. Den aufräumen kann jemand anderes, ne? Wir sind fertig. Und tschüss. Eben durchs Glas noch durchmetteln und ab geht's. So, ich habe alles richtig gemacht, würde ich sagen, ne? Unfallstelle ist zuerst abgesichert worden. Ja, ich habe das hier gelernt. Gibt direkt auch noch ein Achievement und weiter geht's. So, dann können wir jetzt, glaube ich, zur Wache fahren. Da gibt es wieder Nebenmissionen. Markierung setzen. Hierhin bitte. 7 Kilometer, das ist gut. Wenn wir das jetzt machen, dann haben wir wahrscheinlich auch die Pflichtkiste hinter uns. Hier soll irgendwo eine Ente sein. Bestimmt wieder auf der anderen Seite. Da vorne ist der Aussichtspunkt. Das wird auf der anderen Seite sein, da wo auch der Aussichtspunkt ist. Dann fahren wir erstmal weiter. Komm. Scheiß auf die eine Ente da, ne? Wir heizen jetzt erstmal los zurück zur Wache. Um da die nächste Mission anzunehmen. Immer wenn so eine Nebenmission sind und so, machen wir die erstmal. Dann haben wir ein bisschen Abwechslung und danach grinden wir dann wieder, um aufs nächste Level zu kommen. 10 Kilometer fahren haben wir ja dann gleich. Wenn wir das jetzt noch eben zur Wache zurückfahren, dann haben wir die 10 Kilometer auf jeden Fall voll. Fahren ist das zwar nicht wirklich, ist eher so ein geradeaus weghuckeln. Ja, aber man kann hier den Standstreifen verwenden, ist ja gar kein Problem. Observatorium, schön, schön. Vorsicht, ich muss mal eben beruhigen, dass auch die Feuerwehr, die sind schon fertig mit aufräumen, offensichtlich. Um Gottes Willen. Hier ist ein Fotoplatz. Observatorium, gleich mal ein Foto machen. Leitstelle für Wagen 12, kommen. Leitstelle hört. Als wir die A40 auf der Brücke überquert haben, fiel uns ein LKW auf, der sehr unsicher gefahren ist. Wir wechseln auf die Autobahn und sehen uns... Ja, der ist in Öl reingefahren. Macht euch da keine Sorgen, das Öl habe ich schon weggemacht. Der muss das nur eben abrollen von seinen Reifen. Das räumt wohl sonst keiner weg. Nö, das machen wir eben, ne? Der ist ja eben so durch ein bisschen Müll ist ja durchgefahren. Aber das legt sich von alleine. Das fährt sich ab, ne? Das rollt sich so mit dem... Das rollt sich ab und dann fährt er wieder stabil, glaubt mir. Da müsst ihr euch keine Sorgen machen. Oh, guck mal, jetzt haben wir die gleiche Ladung. Gönnt euch, hallo. So. Da wollen wir mal. Wir suchen das Observatorium. Wenn einer sieht, ne? Eben mal laut schreien. Da ist es, das wird das sein. Zoom, 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 zoom. Tolles Bild. Wirklich tolles Bild. Direkt was für eine Pinnwand, ich sag's euch. So. Dieter, kannst du wieder einsteigen? Wir fahren, upala, wir fahren weiter. Wir fahren weiter, Dieter. Ab geht's, lass flitzen, lass flitzen. So, guck mal hier. Ja, guck mal, da löst sich jetzt auch die Verstopfung aus, die wir da gerade angelegt haben, aus Versehen. Ja, man muss auch mal sich Zeit nehmen, die Natur erkunden, mal kurz innehalten und genießen. Das gehört auch mal zum Alltag des Polizisten. Wir können nicht nur gestresst sein den ganzen Tag. Das geht doch nicht. So, hier lang. Da, guck mal, da können wir mal schön wieder so eine Säule prüfen. Das müssen wir eh machen für den Fortschritt.
ist sie denn da? Vorsichtig, ich muss eben die Säule prüfen hier. Wundern Sie sich bitte nicht. Aber der kann ja nicht aussteigen. Ich packe einfach quer auf der Bahn. Das gefällt dem Spieler besser. Moin. Oh, ich duck mich immer noch. Creep da einer lang. Hallo. Ich bin eben nur um Säule checken. Alles gut. Hier spricht die Polizei. Wie kann ich Ihnen helfen? Wagen 1 hier. Die Notrufsäule auf der A106 in der Nähe von Oberfellkau funktioniert einwandfrei. Um die haben wir uns schon Sorgen gemacht. Danke fürs Überprüfen. Kein Problem. Tschüss. Tschüss. So, dann wollen wir mal. Und weiterfahren. So, nun geht das aber los. Nun geht das aber los. So. Weltenentdecker. Wir haben irgendwie wohl alle Sehenswürdigkeiten entdeckt oder sowas. Neuen Rang freigeschaltet. Sehr schön. Huckeln uns mal weiter. Alter, ich bin ja mal wirklich gespannt, ob im Laufe unseres Let's Plays hier, wie gesagt, es kamen ja schon Fragen so von wegen, mach noch mehr Folgen und so, keine Sorge. Wir werden auf jeden Fall die Main Story durchspielen. Ist mir egal, wie grindig das ist. Die Main Story wird durchgespielt. Ich will das Ende dieser Mission mit den Rasern erleben. Ich will das erleben. Und wenn ich mich bis zum Tode huckeln muss, um Gottes Willen. Ja, sorry. Oh, Gottes Willen. Oh, die da, ganz entspannt. Die da, entspannt bleiben, ne? Das ist ganz normal. Ich drehe mich gerne mal um 180 Grad, fahre kurz ein bisschen rückwärts auf der Autobahn und dann drehe ich mich wieder. Das sind meine coolen Moves. Ja? Das sind ganz normale Moves. Das hat nichts mit dem Huckeln zu tun, dass man dann teilweise nicht lenken kann. Daran liegt das nicht. Nein, nein. An alle Einheiten. Wir brauchen ja Unterstützung bei einer Verfolgungsjagd. Wer hilft? Ich habe jetzt gerade keine Zeit und auch keine Lust, um genau zu sein. Wir wollen jetzt eigentlich erstmal zurück zur Wache fahren und sind auch froh, dass wir jetzt gleich da sind. Und dann gucken wir mal, was ist da. Wir machen uns sofort auf den Weg. Ehre, Wagen 3. Danke, Wagen 3. Können wir Pause machen, ne, Dieter? Ja, haben wir uns auch mal verdient, ne? Müssen wir. Ne, hier müssen wir nicht rein. Wir müssen da rein, Dieter. Oh, merkt keiner. Guck mal. So, und dann eben da drin noch. Vermisst halt auch den Donutladen, ne? Bei dem alten gab es noch den geilen Donutladen und so. Gibt's hier auch nicht mehr. Ist auch nicht. Irgendwie. Keine Ahnung. Also, sie haben es echt geschafft, das schlechter zu machen als vorher. Jetzt reden wir erstmal mit den Leuten. Auf geht's. Zack. Wie am Laufen ist der Junge, Alter. Was ist denn los mit dir? So, mit wem soll ich jetzt reden? Das da oder was? Ach, die Pinnwand. Am liebsten würde ich diesen Tag aus meinem Gedächtnis streichen. Kann ich nachvollziehen. Jeder möchte das. Nur würde da niemand diese Idioten aus dem Verkehr ziehen. Also erinnern wir uns lieber daran und sorgen dafür, dass das hier niemals wieder passiert. Du sagst es, aber bevor du dich den ganz großen Fischen widmest, kümmern wir uns erst einmal um die kleineren. Womit du mir indirekt sagen willst, dass mein Rang noch nicht hoch genug ist, um bei diesem Fall mitmischen zu dürfen. Exakt. Wie gut, dass du zwischen den Zeilen lesen kannst. Also, wollen wir? Dein Rang verbessert sich schließlich nicht von allein. Cool, das war, also wir haben ein Bild gesehen und dann kurz so ein bisschen geblabbel. Ja, blablabla, und jetzt geht's auch stumpf weiter. Guck mal, sie hat sich ihre Haare wieder gefärbt. Moin, hast dich doch wieder für den Wasserstoffblock, also das tut ja ein bisschen in den Augen weh, ne? Also, du musst dich mal entscheiden, dieses Hin und Her mit den Haaren, das ist nicht gut für die Haarwurzeln und so, ne? Also, das machst du noch zweimal, da kannst du sie ganz abrasieren. Ich spreche aus Erfahrung, ne? Also, nee, gut ist das nicht, was sie da ihren Haaren antut. Das muss man einfach ganz klar sagen. Also, naja, muss sie wissen. Gibt's hier eine neue Mission? Offensichtlich, ja. Gibt's hier noch was Neues? Oh, nee, das waren die Main Missions. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wann geht's denn hier weiter mit der nächsten? Level 10! Alter, was da denn los? Wir sind jetzt Rang 6. Fotografiere ein Wahrzeichen, spiele eine Verkehrskontrolle in der Tagesschicht. Ja, geilo. Wir haben 6000, das heißt, wir können jetzt hier den Polizei-Van mal eben klar machen. Gerne. Dankeschön. Und ja, dann mal weiter. Dann fotografieren wir jetzt erstmal ein Wahrzeichen und müssen eine Verkehrskontrolle in der Tagesschicht spielen. Was ist hier Neues hinzugekommen? Wir haben jetzt hier Unfälle, Verfolgungsjagden, die scheinen wohl neu zu sein. Überfälle gibt's noch nicht. Straßensäuberung.
Gelegentlich verlieren Fahrzeuge ihre Ladung oder die Fahrbahn ist verschmutzt. Beseitige die Hindernisse, damit der nachfolgende Verkehr nicht länger gefährdet ist. Spieldurchgänge 0. Ja, ich würde sagen, einmal, was haben wir noch? Straßenblockade. Machen wir einmal eine Straßensäuberung. Hatten wir noch nicht. Einfach nur, damit wir es mal gemacht haben. Und dann können wir ja auf dem Rückweg der Straßensäuberung, können wir dann ja eine Verkehrskontrolle machen, ne? Aber ich habe jetzt mal Bock, eine Straßensäuberung zu machen. Alter, 32 Kilometer ist ja fast nicht weit. Ehre. So, steig ins Auto. Kann ich auch mit dem Van fahren oder muss das dieses Auto sein? Oder darf ich auch Van fahren? Ich probiere mal Van zu fahren. Vielleicht geht das auch. Ich will hier Bulli fahren, komm. Zählt das auch oder zählt das nicht? An alle Einheiten. Ja, das zählt auch. Auf der Autobahn liegen Gegenstände. Wer kann schnell aufräumen? Wagen 1 für Leitstelle. Wir übernehmen das. Fahre zum Zielort. Habe ich vor. Schwimme Bulli. So, auf geht's. 2,1 Kilometer ist ja dann doch nicht mehr so lang. Und direkt ab von der Bahn. Wow. Willst du noch Bulli fahren? Das ist aber lustiger. Da sind wir mit unserem Bulli unterwegs. Guck mal, wie zufrieden auch die da drinnen sitzt. Ne? Ist einfach viel gemütlicher, viel mehr Platz. Da können wir uns entfalten, weißt du? Das ist ja auf der anderen Seite. Wollt ihr mich verkackeiern oder was? Was ist das denn jetzt? Cool. Da müssen wir einmal nochmal wenden, ne? Nützt nichts. Aber ist ja kein Problem. Hier einmal ab. Tja, guck. Wer bremst, verliert. Oh. Gleich weiterblicken, wir müssen ja eh wieder runter, ne? So, hoppala. So, und zum Auffahren auch wieder blinken. Und los geht's. Gleich sind wir da, Leute. Oh. Vorsichtig, hier muss man die Bullerei durch. Achtung! Hier ist Dreck auf der Fahrbahn, aber keine Sorge. Och, das ist alles, die zwei Dinger da. Ist eine schwebende Kiste und ein Auspuffteil. Cool. So, erstmal den Unfallort absichern. Man kennt's, ne? So, gib mal her das Ding. So, vorsichtig. Sie halten zwar schon alle an, aber nicht, dass sie noch weiterfahren. Deswegen eben schön mal hier die Pönöpel hingestellt. Zack. So, und dann noch ein. Jawohl. Und dann stellen wir dann noch einen hin, ne? Ja. Und dann stellen wir dann noch einen hin. Guck mal. Zack. Schön. Ich fand das angenehmer, als er die Dinger sich noch durch seinen Schritt durchgeprügelt hat, ne? Entferne die Objekte. Da hätten wir einmal hier so einen Auspuff. Einfach erstmal einfach so einsammeln und dann schön in den Wicken schmeißen, ne? Wo kommt der jetzt hin? Ach so, einfach an der Seite legen. So, leg mal ab den Teil da. Oh mein Gott, was macht er mit seinen Händen? Erstmal die Arschbacken anfassen. Er muss immer wieder gucken, ob die jetzt straffer geworden sind oder nicht, ne? So, noch ein Objekt. Das schwebt da in der Luft rum. Geilo. Jetzt mal sehen, ob er gleich wieder so ein Arschgrab macht. Und? Und dann, oh, erstmal an der Arschbacken. Was ist denn los mit ihm? Hat da jemand seine Äpfel verloren? Und dann fegen wir noch die Straße, ne? Gehen wir eben den Klappbesen. Danke. So, hier Dieter, du könntest ja auch mal ein bisschen, ne? Warum mache ich eigentlich hier die ganze Arbeit? Du stehst immer nur rum und hast gute Ratschläge für mich parat, aber mehr auch nicht, ne? So, das war ja nicht so spannend. Sehr gut. Das fegen wir auch noch eben weg da, so. Und dann verlassen wir das Einsatzgebiet. Wir lassen natürlich den Müll liegen, ja? Und auch die Pönüppel da rumstehen. Die räume ich auch nicht wieder ein. Hier eben den Klappbesen wieder zurückklappen. Pack mal weg da. Mann, den Besen. Danke. So, Kofferraum lassen wir auf. Das macht doch nichts. Ein bisschen Luft muss in der Karre rein, ne? Die da ist immer am Pupsen die ganze Zeit. Ich wollte es ihm nicht sagen, weißt du, aber... Oh nein, es geht von alleine wieder zu. Schade. So, Unfallstelle verlassen und alles bestens gemacht, würde ich sagen. Multiplikator leicht. So, sehr schön. Ja, Hahn ist gut. Dann weiß ich Bescheid. Meine Lieben, der Hahn, er ist am Krähen und ihr wisst, was das bedeutet. Wir machen dann an dieser Stelle mal wieder so einen ganz kleinen, gemütlichen Break. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst bitte wie immer entsprechende Däumlein da, Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.